Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Bildung Interaktiv. Wir setzen unsere Reihe zur französischen Grammatik fort und haben heute für euch die französischen Demonstrativpronomen dabei. Und als erstes klären wir einmal den Begriff Demonstrativpronomen. Was ist denn das eigentlich? Und wir beginnen mit einem deutschen Satz, der überhaupt kein Demonstrativpronomen hat. Thilo mag diesen Kuchen. Wie ich schon sagte, hier gibt es überhaupt kein Demonstrativpronomen, aber es gibt einen Demonstrativbegleiter, nämlich diesen. Diesen begleitet das Nomen Kuchen. Er ist ein Begleiter, Demonstrativbegleiter. Und ganz wichtig ist, der Demonstrativbegleiter passt sich in Genus und Numerus an das Nomen an. Genus, das bedeutet Geschlecht, männlich oder weiblich, im Deutschen auch sächlich. Und Numerus, das bedeutet Zahl, Singular oder Plural. Nun, wenn wir diesen Kuchen jetzt zu einem Wort verschmelzen, wie zum Beispiel Thilo mag diesen da oder Thilo mag den da, dann haben wir ein Pronomen. Ein Pronomen steht stellvertretend für ein Nomen. Solange das Nomen noch anwesend ist, diesen Kuchen, haben wir nur einen Begleiter. Nun, und demonstrativ, das bedeutet auf etwas hinweisen. Demonstrativpronomen und auch Demonstrativbegleiter weisen auf Gegenstände oder auf Personen hin. Also Thilo mag diesen da, Thilo mag den da. Das wären zum Beispiel deutsche Demonstrativpronomen und da gibt es insgesamt schon eine ganze Menge. Im Deutschen mehr als im Französischen. Nun und mit diesem Wissen gehen wir jetzt ins Französische. Was sind denn hier unsere Demonstrativpronomen? Wir beginnen mit zwei ganz kleinen und unscheinbaren Wörtchen, nämlich ceci und cela. Wir können gar nicht genug betonen, wie wichtig diese beiden Demonstrativpronomen sind. Niemand, der längere Texte zusammenhängend im Französischen schreibt, kommt ohne sie aus. Und deswegen stehen sie hier auch ganz am Anfang. J'ai fait cela hier soir. Im Mündlichen würden wir natürlich auch sagen, j'ai fait ça hier soir. Ich habe das gestern gemacht. Und wenn wir es im Deutschen mit einem Hinweischarakter ausdrücken möchten, dann würden wir vielleicht sagen, also das habe ich gestern gemacht. J'ai fait cela hier soir. Oder cela me plaît. Ça me plaît würden wir im Mündlichen sagen. Cela me plaît, also das gefällt mir. Wir merken uns also, das Demonstrativpronomen cela kann als Objekt oder als Subjekt im Satz verwendet werden. J'ai fait cela, Objekt, cela me plaît, Subjekt. Es ist außerdem neutral und das ist gut. Es gibt hier nämlich keine männliche oder keine weibliche Form und auch keinen Singular und auch keinen Plural. Und außerdem kann es für ganze Sachverhalte stehen. Cela me plaît, also das gefällt mir. Das kann zum Beispiel für den Sachverhalt stehen, dass ich meine Hausaufgaben schon gemacht habe. Jetzt noch einen Blick auf ceci. Ceci est une catastrophe, un cyclone. Im Mündlichen würden wir sagen, c'est une catastrophe, un cyclone. Also das ist eine Katastrophe, ein Wirbelsturm. Ceci, das ist ganz wichtig, ist zwar auch neutral, kann auch für Sachverhalte stehen oder für Gegenstände, also hier zum Beispiel un cyclone, kann aber nur als Subjekt verwendet werden. Ceci est une catastrophe, das ist eine Katastrophe, ein Wirbelsturm. Und zur Unterscheidung von diesen beiden kleinen Wörtchen, und das macht sie so wichtig fürs schriftliche Französisch, cela bezieht sich auf einen Sachverhalt oder auf einen Gegenstand, den wir schon angemerkt haben. J'ai fait cela hier soir, also das habe ich doch gestern Abend schon gemacht, bezieht sich auf etwas, was schon gesagt wurde. Und das ceci bezieht sich auf Gegenstände oder Sachverhalte, die nachfolgen. Ceci est une catastrophe, un cyclone, also hier bezieht es sich ganz klar auf den Cyclone, auf den Wirbelsturm. Ceci und cela, neutrale französische Demonstrativpronomen. Lernt, wie ihr damit umzugehen habt, die sind in euren schriftlichen Arbeiten ganz wichtig. Und jetzt kommen wir eigentlich erst zu dem, was man sich so normal unter einem Demonstrativpronomen vorstellt. Und wir beginnen mit den Demonstrativpronomen im Singular.
Tu veux ce gâteau-ci? Non, je préfère celui-là. Willst du diesen Kuchen hier? Nein, ich mag lieber den da oder diesen da. Celui ist das Demonstrativpronomen für die männliche Singularform. Tu veux ce gâteau-ci? Non, je préfère celui-là. Celui, männlich Singular, Demonstrativpronomen. Steht hier natürlich für ce gâteau, diesen Kuchen. Tu parles de cette fille? Non, je parle de celle qui est à côté. Ich spreche von der, die eben da nebendran ist. Celle ist das Demonstrativpronomen im Singular für die weibliche Form. In dem celle fließt cette fille zusammen. Fille ist weiblich und Singular. Und cette, unser Begleiter, der kommt auch noch mit in das Pronomen hinein. Und dann haben wir je parle de celle qui est à côté. Weiblich Singular, celle. Männlich Singular, celui. Weiblich Singular, celle. Und das war's schon für den Singular und wir gehen gleich weiter in den Plural. Ce sont tes CD, sind das deine CDs? Non, ce sont ceux de mon père. Nein, das sind die von meinem Vater. Ceux, Demonstrativpronomen, männlich, Plural. CD ist Plural. Entschuldigung, CD ist erstmal männlich, un CD, aber hier natürlich TCD, also deine CDs. Es ist also auch Plural, das S machen wir hier nicht hin. Und deswegen haben wir hier, ce sont ceux de mon père, männlich Plural, ceux. Und dann noch die weibliche Form. Tu parles de ces filles-ci, sprichst du von diesen Mädchen hier? Non, je parle de celles-là. Nein, ich spreche von denen dort drüben. Celle ist das Demonstrativpronomen für weiblich und Plural. Ces filles fließt zusammen in dem celle und es ist Plural und weiblich. Also, ce für männlich Plural, celle für weiblich Plural. Und jetzt sind wir fast fertig, aber noch nicht ganz, noch ganz wichtig. Wer aufgepasst hat, der wird festgestellt haben, dass wir in all den Beispielsätzen, die wir bis jetzt hatten, immer eine Ergänzung nach dem Demonstrativpronomen stehen hatten. Und das ist ganz wichtig. Demonstrativpronomen können nicht alleine stehen. Sie müssen eine Ergänzung haben. Also ihr dürft nie nach einem Demonstrativpronomen sofort einen Punkt machen. Sehen wir uns noch ein paar Sätze an. Je parle de celle qui joue au tennis. Celle ist das Demonstrativpronomen und das haben wir hier durch einen Relativsatz ergänzt, der hier zum Beispiel mit qui eingeleitet wird. Relativsätze können gut Demonstrativpronomen ergänzen. Und Relativsätze, da gibt es hier eine ganze Menge Relativpronomen und ich denke, die kennt ihr wahrscheinlich schon. Celui-ci ou celle-là. Tu parles de celui-ci ou celle-là. Sprichst du von dem hier oder der dort drüben? Bindestrich si, wir hatten das ja bei den Demonstrativbegleitern auch schon erklärt, wird hier direkt an das Demonstrativpronomen angesetzt und möchte ausdrücken, dass etwas nahe bei uns ist. Celui-ci, der hier. Und celle-là, Bindestrich la, setzen wir an, wenn wir ausdrücken möchten, dass etwas weiter von uns entfernt ist. Tu parles de celui-ci ou celle-là, sprichst du von diesem hier oder der dort drüben? Und dann haben wir noch, tu veux quel CD? Celui de mon copain. Welche CD magst du? Die von meinem Freund. Hier eine Ergänzung mit de, celui de mon copain. Genauso könnten wir sagen, celui à 15 euros. Welche CD magst du? Die, die eben 15 Euro kostet. Also haben wir hier auch eine Ergänzung, celui à 15 euros und celui de mon copain. Wir merken uns also, Demonstrativpronomen müssen eine Ergänzung haben und die wichtigsten Ergänzungen sind ein Relativsatz, si und la, um Demonstrativpronomen noch weiter abzugrenzen, nahe hier, weiter entfernt, oder Ergänzungen mit de und a. Das war's zu den Demonstrativpronomen im Französischen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich denke, wir sehen uns bei einem anderen Video wieder und deswegen sagen wir au revoir.